Hallo und willkommen auf einen Kaffee. Es ist gerade ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint. Ich war schon 2 Stündchen im Wald draußen, im Steigerwald. Und ja, da dachte ich, da mache ich jetzt mal ein Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich hoffe, dass nicht zu viele Fälle von U-Boot-Krankheit auftreten. Ich kann mir vorstellen, dass für manche die gegebenen Umstände durchaus eine Art von Belastung darstellen oder zumindest eine Lebensweise, die ihnen ungewohnt ist und somit natürlich auch ein bisschen anstrengend ist. Für mich selber ist das beim Weitem nicht so schlimm, aber das hat ja lediglich damit zu tun, dass meine eigene Lebensweise die letzten 15 oder 18 Jahre sehr stark dem ähnelt, was ja gegenwärtig von allen Leuten verlangt wird. Und somit ist das einer der seltenen Augenblicke natürlich, wo mein eigener Lifestyle sozusagen ein wenig zu meinen Gunsten spielt, weil ich bin es gewohnt, in der Welt von Kajüten und Zellen zu leben, auf kleinste Fläche gepfercht mit einem Haufen Bücher. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich ja seit ein paar Jahren jetzt hier auf dem Lande lebe, ist die gesamte Situation hier eigentlich nur etwas, was man mehr so aus der Ferne beobachtet, weil wenn ich hier hinten durch die Garage durchgehe, dann bin ich ja direkt am Dorfrand. Das heißt, ich sehe nur Felder vor mir. Und wenn ich da mal 12 Minuten in Richtung Nordosten jogge, bin ich plötzlich mitten im Steigerwald. Also ich kann ja teilweise lange Ausflüge hier machen, ohne auch nur eine Seele zu sehen, außer vielleicht auf 500 Meter irgendeinen Landwirt hier, der gerade mit seinem Traktor vorbeifährt. Ja, was mir natürlich auffällt, ist, dass viele meiner YouTube-Kollegen, wenn man das so nennen darf, jetzt ein bisschen einen Zahn zulegen. Also ich glaube, das ist auch eine Art von kollektives Empfinden, dass viele ihren Output, also die Anzahl an Videos, die sie online stellen, versuchen zu verdoppeln oder zumindest zu vergrößern. Das scheint keine besprochene Strategie zu sein, aber etwas, was die meisten so empfinden als einen Beitrag, den man leisten kann, weil es ist so, wie es ist. Viele Leute sitzen jetzt gerade zu Hause, nehme ich mal an. Und da gilt es, irgendwie für Unterhaltung zu sorgen, zumindest bei jenen, die so etwas hier interessant finden. Also ein Typ, der mit einer Kaffeetasse da sitzt und in einer Kamera redet, ist ja nicht gerade eine Netflix-Serie. Wobei ich habe gestern die letzte Folge von Picard gesehen auf Amazon. Das ist ja auch so ein Thema, wo ich jetzt gar nicht, also das ist jetzt ein Fass, das möchte ich jetzt gar nicht aufmachen an dieser Stelle. Aber zurück zum Thema. Im Sinne dessen, dass einige jetzt versuchen, mehr Videos zu machen und auf diese Weise den anderen Menschen, die jetzt vielleicht zu Hause am Laptop sitzen, ein wenig die Zeit zu verkürzen, dachte ich, ich muss da auch ein bisschen beitragen und ein bisschen mehr machen als sonst. Und weil natürlich Leute wie ich im Grunde nichts Brauchbares oder Unterhaltsames gelernt haben, außer dem, was ich sonst tue, werde ich in diesem Sinne einfach mal eine Geschichte vorlesen. Als Autor habe ich ja immer irgendwelche Kurzgeschichten und Short Stories in der Schublade. Das meiste davon ist ja noch nie von jemandem gehört, gelesen oder veröffentlicht worden. Und ich würde die meisten dieser Geschichten eher als Übungsstücke, als kleine sprachliche Menuette betrachten. Das sind also keine großen literarischen Würfe. Aber ich dachte, vielleicht ist das jetzt der genau richtige Augenblick, um ab und zu mal so eine Story mal vorzulesen. Für all jene, die vielleicht gerade Homeoffice zu Hause betreiben und denen es vielleicht etwas die Zeit verkürzt, wenn so eine Story im Hintergrund vorgelesen wird, also eine kleine Lesung. Also fangen wir mal an. Die Geschichte, die ich vorlesen möchte, trägt den Titel Islet.
Und sie ist unveröffentlicht. Sie wurde einmal der Edition Geisterspiegel angeboten für eine Anthologie und dort abgelehnt. Sie war vermutlich einfach nicht mysteriös genug dafür. Aber ich fand ja immer, dass das eine charmante kleine Übung von mir war. Und deswegen freue ich mich ja eigentlich, dass ich die jetzt mal so vorlesen kann. Also, das Bild wird jetzt verschwinden und meine Stimme wird bleiben. Eilert. Action Time, rief Harald und gab dem Außenbordmotor mehr Gas. Hinter ihnen teilte der Schaum des Unterwasserpropellers die graue See. In dem bedrohlichen Wellengang fiel es zunehmend schwer, den schwankenden Horizontstreifen zu erkennen. Seit einigen Minuten trommelten Regentropfen gegen ihre neonbunten Schwimmwesten. Es war nicht das erste Mal, dass sich Luca in einem Schlauchboot von der sicheren Stahlwand eines Trawlers wegbewegte, um eine äußerst unsicher anmutende Insel anzusteuern. Wir müssen das heute nicht durchziehen, meinte Dr. Wellington, während die Nase des Schlauchboots gegen den Wellengang kämpfte. Das geht vorüber, rief Luca gegen den Wind. Nachts wird es besser, wir ziehen das durch. Sie alle hatten dieselbe Wettervorhersage studiert. Nun griffen sie instinktiv nach den Seilen am Schlauchboot, während sie für einen Augenblick vollständig von der eiskalten Gischt umschlossen waren. Rockall war eine berüchtigte Insel. Die Probleme begannen lange, bevor man sie betrat. Der Atlantik verzieh hier nichts und das Wetter wechselte gewöhnlich zwischen schlecht und extrem beschissen. Rockall war nur ein winziger Felsturm, der aus dem wütenden Wasser ragte. Hier anzulegen war unmöglich. Der ständige Wellengang würde nach Sekunden jedes Boot zum Kentern bringen. Von einem Betreten der Insel konnte ebenfalls nicht die Rede sein. Jene Handvoll Leute, welche auf der Insel seit ihrer offiziellen Eroberung am 8. Juli 1810 gelandet waren, taten dies alle auf die einzige Art und Weise, die sich hier bot: mit einem gänzlich uneleganten Sprung aus dem Boot auf die nassen Felsen. Wer hier die Landung verfehlte und nicht blitzschnell einen Griff fand, konnte schnell von diesem strengen Zuchtmeister namens Nordatlantik gedemütigt werden. Nur wer Glück im Unglück hatte, fiel rückwärts zurück in die Arme seiner Freunde und blieb dabei auch trocken. Luca wählte für den ersten Schritt dieselbe Stelle wie die meisten seiner Vorgänger, eine kleine Einkerbung unter der Nordwand. Hier überschlug sich zwar unentwegt das Wasser, das aus den Ritzen des geplagten Felsens zurückfloss, doch war der Felsblock hier zerklüftet genug, um einen Sprung zu erlauben. Teufelsküche, hatte Luca während der Vorbereitungen diese Kerbe getauft. Es machte ihm Spaß, den Details der winzigen Insel eigene Namen zu geben. Er kannte diese Stelle gut von Fotos und Videoaufnahmen. Nun starrte er darauf zum ersten Mal mit eigenen Augen. Mit der Schwimmweste und dem Rucksack fühlte er sich wie das Michelin-Männchen. Die Ausrüstung wog 15 Kilogramm, genug, um seine Balance durcheinander zu bringen. Unter der Jacke trug er einen Neoprenanzug, der auch seinen Kopf und seine Hände bedeckte. Rockall war bereits zum Greifen nahe. Eine Delegation aus rund 20 Möwen umkreiste das Schlauchboot. Ihr Geschrei klang nur wenig einladend. »Vergiss nicht, genug zu trinken«, rief ihm Dr. Wellington ins Ohr. »Auch hier kann man dehydrieren.« Luca kletterte zur Spitze des Schlauchboots. Harald hatte in der Zwischenzeit den Motor gedrosselt und ließ die Wellen das Boot tragen. Als die Nase des Boots zum ersten Mal kurz gegen die Insel stieß, streckte Luca den Arm aus und berührte die nasse, grünbraune Wand. Er war am Rockall. Ein weiterer Traum ging in Erfüllung. »Ich versuche es jetzt«, rief er über die Schulter. Er richtete sich auf, verlor jedoch das Gleichgewicht. »Das Gleiche ist Nick Hancock auch passiert«, tröstete ihn aus dem Hintergrund Dr. Wellington. Luca sah kurz die anderen an. Bis auf Harald, der noch mit beiden Händen die Pinne des Außenbordmotors hielt, hatten alle Anwesenden ihre Handys gezückt und filmten ihn. Luca sah wieder voraus. Diesmal blieb er in einer gebückten Haltung, dann stieß er sich ab. Rockall verlangte allen Besuchern Demut ab, und so fiel auch dieser Sprung recht unbeholfen aus. Lukas Beine rutschten knietief ins Wasser, doch seine Neoprenhandschuhe umklammerten zwei tiefe Griffe im nassen Felsen. Das Knie schmerzte, doch davon abgesehen war er erfolgreich in Teufelsküche angekommen. Nun war Eile geboten, bevor eine Ozeanwelle den unverschämten Reisenden wieder herunterfegte. Eine schwere Kletterpartie war es nicht, der stark erodierte Granit bot unzählige Taschen und Griffe. Luca arbeitete sich zügig hoch, während über ihm empörte Möwen kreischten. Nur einmal warf er einen kurzen Blick zurück. Unter seinen Füßen schäumte das Meereswasser, während Harald in einem sicheren Abstand die Insel umkreiste.
Schon bald neigte sich die Felswand nach vorne und verriet die Nähe des Gipfels. Nur wenige Schritte später stand Luca auf der Spitze. Vor ihm befand sich ein betonierter Ring, der 1971 von der Expedition unter Kapitän Kirkpatrick in den Felsen eingelassen wurde, als man hier noch eine Funkbarke betrieb. Luca blickte zaghaft hinein. Aus Fotos wusste er, dass darin die Möwen windgeschützt ihre Eier legten. Er drehte sich um. Seine Augen suchten nach dem Schlauchboot. Als er Harald und den Rest entdeckte, winkte er ihnen wild zu. Gegenüber fiel steil die Südwand ins Meer. Der Felsen sah an dieser Stelle aus, als hätte hier ein Riese das Gestein mit einem Buttermesser abgeschnitten. Von dieser Seite war die Insel gänzlich unbegehbar. Zu seiner Linken befand sich auf der Ostseite eine auffällige waagerechte Stufe, etwas windgeschützt unter dem nur 2 Meter höheren Gipfel. Hier hatten die meisten Möwen ihre Nester. Bei Lukas Anblick klagten einige missbilligend, doch die meisten kümmerten sich nicht um ihn. Er hatte diese Felsplatte auf Möwenstadt getauft. Er würde sich bemühen, die gefiederten Inselbewohner nicht zu stören. Der Gipfel selbst war zum Schlafen gänzlich ungeeignet. Die längliche Plattform war nur 1 Meter breit. Obwohl man hier gut sitzen konnte, war dieser Ort für die Übernachtung zu gefährlich. Sein Biwak wartete auf der Westseite zu seiner Rechten 4 Meter tiefer. Diese verflachte Stelle bezeichnete man als Hall's Ledge, benannt nach Basil Hall, der in 1810 als erster den Fuß auf Rockall setzte. Es war der einzige Standort auf dieser Insel, der eine offizielle Bezeichnung trug, die nicht von Luca stammte. Hier hatten sie alle übernachtet, die Greenpeace-Aktivisten von 1997, genauso wie der Abenteurer Nick Hancock, der auf der Insel 45 Tage verbracht hatte. Luca war nicht hier, um seinen Rekord zu brechen. Er würde nur eine einzige Nacht bleiben. Er legte den schweren Rucksack ab und sicherte ihn mit einem kurzen Seil und einem Karabinerhaken am Felsen. An festen Bolzen und Haken mangelte es hier nicht. Sie waren das Überbleibsel jener Handvoll Unternehmungen, die hier in 60 Jahren stattgefunden haben. Von der königlichen Marine über die protestierenden Umweltschützer bis hin zu dem einsamen Rekordhalter Hancock. Sie alle hatten ihre Spuren hinterlassen. Dennoch hatten noch immer weniger Leute auf diesem Felsen gestanden als auf dem Mond. So hieß es zumindest. Von Hall's Ledge bis zum Meeresspiegel des Atlantiks waren es nur 13 Meter. Gerade im Winter schossen die donnernden Wellen auch mal 30 Meter hoch und hüllten die gesamte Insel in einen gnadenlosen Geysir. Aber es war bereits Mai und Luca hoffte, dass ihm diese Erfahrung erspart blieb. Das Schlauchboot legte inzwischen wieder bei der Cameron an. Sein Team kletterte nacheinander hoch. Noch immer konnte er einzelne Arme erkennen, die ihm zuwinkten. Der ehemalige Fischtrawler warf bald schon den Motor an und begann sich tuckernd zu entfernen. Luca wollte eine vollständige, ungetrübte Experience, die er mittels Handykamera mit seinen Fans teilen würde. Und dazu gehörte, dass bei jeder seiner Inselaktionen der Zubringer Khan aus der Sichtweite verschwand und ihn allein zurückließ. Die Cameron würde 25 Kilometer entfernt durch offene Gewässer kreuzen und erst am nächsten Tag zurückkehren. Bis dahin sollte er das Gefühl von Einsamkeit erfahren. Es waren diese Details, die seinen Channel so authentisch für seine Fans machten. Luca packte sein Handy aus. Er hatte es in einer luftdichten Plastiktüte am Körper getragen. An der Seite des Rucksacks befand sich ein Selfie-Stick, den er nun herauszog. Er nahm seine erste Stellungnahme auf, zeigte den windgepeitschten Gipfel und die Möwenstadt. Er filmte auch die langsam abfahrende Cameron. Als hätte man sein digitales Auge geahnt, betätigte der Kapitän im selben Moment die Sirene. Luca war endgültig allein auf der einsamsten Insel der uns bekannten Welt. »Jetzt liegt es nur noch an mir, Leute«, sagte er in das Handy. »Haltet mir die Daumen, dass mich hier keine Welle wegspült. Wäre doch irgendwie schade, oder?«, witzelte er. Luca Hansford war ein Actionman der YouTube-Generation. Sein Channel besaß bereits 500.000 Follower. Zu viel, um ignoriert zu werden, doch zu wenig, um ein echter internationaler Superstar zu sein. Doch er empfand stets, dass seine Reise erst begonnen hatte und dass da in seinem Leben große Dinge ihre Entdeckung harrten. Gestrandet war die populärste Reihe seines YouTube-Kanals. Er war schon als Kind von Inseln fasziniert, insbesondere jenen, die auf ihre Art merkwürdig oder gänzlich abgelegen waren. Für seine Videoreihe hatte Luca bereits einige äußerst seltsame Inseln betreten.
Berühmt wurde sein Aufenthalt auf den Koordinaten 69.793 Grad Nord, 108.241 Grad West, wo sich eine namenlose Mini-Insel inmitten eines kleinen Binnensees befindet, der wiederum auf einer nur etwas größeren Insel liegt, die wiederum inmitten eines etwas verwinkelten Sees liegt. Doch auch dieser See befindet sich nicht auf dem Festland, sondern wird von allen Seiten von der Victoria-Insel umschlossen, die sich wiederum am nördlichen Polarmeer befindet und die achtgrößte Insel der Welt ist. Der nächtliche Aufenthalt auf der namenlosen Insel mochte gänzlich ungefährlich sein, gar etwas langweilig. Doch das Publikum war von der Idee fasziniert, dass sich da eine Insel in einem See auf einer Insel in einem See auf einer Insel auf dem Meer befand. Deutlich aufwendiger war sein Besuch von Ball's Pyramid, einer schockierenden Nadel, die aus dem südlichen Pazifik ragte und deren Besuch die australische Verwaltung gegenüber nicht im geringsten aufgeschlossen war. Er hatte sogar eine Petition initiiert, die von den Australiern verlangte, ihn auf die Insel zu lassen. Es hatten über 100.000 Menschen digital unterschrieben. Kritische Stimmen wandten ein, dass Petitionen für etwas würdigere Zwecke einstehen sollten, als einer narzisstischen Internetpersönlichkeit zur Erfüllung von Träumen zu verhelfen. Insbesondere, dass sich Luca alle paar Wochen irgendeinen neuen Traum zu erfüllen schien. Am Ende setzte sich Luca über alle Verbote hinweg und flog mit seinem Team nach Australien. Dort charterten sie eine kleine Yacht und begaben sich illegal zur Insel. Die Views seines Videos trieb das nur in die Höhe. Auch dort hatte er allein übernachtet. Der südliche Ausläufer der Insel bot eine raue Fläche, die immerhin etwas Sitzen erlaubte. Viel geschlafen hatte er nicht, doch das Wetter war fantastisch und die Sterne des südlichen Pazifiks strahlten die ganze Nacht über ihm. Lukas Reisevideos trafen mit ihrem wachsenden Erfolg auch auf Kritiker. Es gab inzwischen auch eine Umweltorganisation, der Luca eine eigene Presseerklärung wert war. Darin prangerten sie seinen gänzlich ignoranten Präsentationsstil an, der weder auf die ökologischen noch auf die humanitären Nöte einging. Er hatte schon auf der Herfahrt geplant, ein Reaktionsvideo aufzunehmen, doch er entschied sich zu warten und es direkt auf Rockhold zu drehen, um so seinen Worten Gewicht zu verleihen. Nun kämpfte seine Stimme gegen den Wind. »Euch stinkt es doch nur, dass ich so erfolgreich bin«, tönte er und ließ sich anschließend darüber aus, wie inzwischen die meisten NGOs nur Betrugsmaschen sind, die nur auf überteuerten Banketten Fundraising betreiben, ohne das Geld jemals wieder auszugeben. »Greenpeace hat ein Budget von über 300 Millionen Euro«, brüllte er sich in Rage. »Hat jemand das Gefühl, dass davon viel der Umwelt zugutekommt?« Nachdem er das neue Video abgespeichert hatte, begann sich Luca mit den Fragen der Sicherheit zu beschäftigen. Die Felsinsel war zu klein und Halls Ledge zu schmal und zu schräg, um sich einfach nur hinzulegen. Die Möglichkeit, dass man sich falsch abrollte und tödlich stürzte, war zu groß. Ebenso waren die potenziellen Riesenwellen ein Problem. Luca packte seinen Klettergurt aus und stieg mit dem ersten Fuß hinein. Plötzlich erfasste ihn eine Windböe, er strauchelte und fiel schnell auf den Hintern. Seine Hand umklammerte verkrampft das Stahlseil, an dem der große Rucksack hing. »Idiot«, schimpfte er mit sich selbst. Konzentriert beendete er das Anlegen des Klettergurts und machte einen Achterknoten in das Seil. Mit einem Gefühl von Erleichterung klickte er den Karabinerhaken in einen der Bohrhaken. Er ließ sich nur 2,5 Meter freien Seils zur Verfügung. Hier gab es ohnehin keinen Platz zum Spazieren. Der Schlafsack war seine eigene Kreation, eine Kombination aus einem Expeditionsschlafsack und einem echten Leichensack aus Kunststoff, den er zuvor von innen nach außen gestülpt hatte. Das erlaubte ihm, sich darin vollständig einzuschließen und somit notfalls dem Regen und den Riesenwellen zu trotzen. Luca sah auf seine wasserdichte Seiko-Armbanduhr. Es war nach 18 Uhr. Er hatte hier bereits 2 Stunden verbracht, die sich wie 20 Minuten angefühlt haben. Er fröstelte ein wenig. Um für die anfängliche Kletterpartie beweglich zu bleiben, hatte er nicht zu viel Kleidung angelegt und überließ die Wärme dem Neopren, doch 2 Stunden kalten Winds verlangten ihren Tribut. Es war eine gute Gelegenheit, das Schlafsystem direkt am Felsen zu testen. Er verkürzte das Seil und kletterte in den Schlaf- und Leichensack. Dann verschloss er alles. Das Sicherungsseil verlief über seine Brust und trat neben seinem linken Ohr aus dem Leichensack heraus, direkt am Ende des Reißverschlusses. Zufrieden streckte er die Beine aus. So ließ er sich aushalten. Er suchte in der Dunkelheit des Leichensacks nach dem Reißverschluss und öffnete ihn wieder eine Handbreit. Genussvoll atmete er die salzige Luft und beschloss, eine Runde zu schlafen. Zu tun gab es hier ohnehin nichts. Seine Freunde würden ihn bereits um 6 Uhr morgens wieder auflesen.
Luca hasste Langeweile und nach 14 Stunden ohne Internet würde es ihm hier auch wieder reichen. Als er wieder erwachte, drückte er die Leuchttaste seiner Uhr. Es war kurz vor Mitternacht. Das überraschte ihn. Dass er unter so widrigen Umständen doch so gut einschlafen würde, hatte er nicht erwartet. Luca grub in seinen Taschen nach dem Handy und filmte mit dem Handyscheinwerfer ein kurzes Video aus dem Inneren seines Schlaffutterals heraus. Er erklärte schmunzelnd seinen Fans, dass er gerade etwas verpennt sei und dass der enge Innenraum des Leichensacks sein Hotelzimmer auf Rockall Island ist. Danach beschloss er, draußen weiterzumachen. Das Wetter hatte sich deutlich gebessert. Über ihm strahlte ein sternenübersäter Himmel. Doch gänzlich dunkel war es nicht. Am Nordhorizont glänzte ein breiter Silberstreif, der den Ozean in ein unnatürliches Zwielicht tauchte. Das Handy ließ er die ganze Zeit laufen und versuchte ein wenig von der nächtlichen Stimmung einzufangen. Wohin das Auge reichte, sah er weiße Wellenkämme. In diesem seltsamen Zwielicht blieben sie gut sichtbar. »Ich weiß nicht, ob die Kamera das gut einfängt«, kommentierte er. »Doch es ist nicht ganz dunkel geworden. Wir sind hier am 57. Breitengrad und somit genau an der Grenze, wo die weißen Nächte beginnen.« Er beschloss, auf den Gipfel zu steigen, um dort eine vollständige 360-Grad-Drehung zu filmen. Die Felsspitze befand sich fast 4 Meter über ihm. Hierzu musste man einfach nur links herum über den Steinkamm laufen. Mitten in der Nacht eine etwas waghalsige Idee, der man mit äußerster Vorsicht begegnen musste. Er verlängerte das Sicherheitsseil auf 6 Meter und setzte sich seinen Helm auf. Dann kramte er wieder in seinem Rucksack und zog eine Kopflampe hervor. Vorsichtig begann er den Aufstieg. Im Augenblick mochte das Gestein unter seinen Füßen und Händen außer Reichweite für die Gischt des Atlantiks sein, doch so richtig trocken wurde dieser Felsen nie. Er war mit glattem Moos bewachsen und überall mit genug Möwenkot bedeckt, um schnell unvorsichtige Schuhsohlen wegrutschen zu lassen. Bei einem Sturz würde er über die Hälfte der Felsenhöhe fallen und nur wenige Meter über den Wellen abgebremst werden. Das Seil würde ihn halten, da war er sich sicher, doch hier draußen barg der geringste Zwischenfall seine Risiken. Luca hatte keine Möglichkeit, die Cameron zu erreichen. Das hätte man als eine Dummheit deuten können, doch seine Devise lautete »No risk, no fun«. Als er oben eintraf, begrüßte ihn ein abweisendes Schnattern der geweckten Möwen. Luca leuchtete kurz in den Betonring hinein, wo einige Weibchen über den Eiern brüteten. Er filmte sie einige Sekunden mit der Kamera, dann richtete er sich auf und nahm die Nordseite des Horizonts in Augenschein. Nordöstlich von Rockall entdeckte er Hazelwood Rock. Dieser Ort war noch seltsamer und verstörender als Rockall selbst. Nur 200 Meter entfernt endete dicht unter der Wasseroberfläche der Gipfel eines alten Vulkans. Eine winzige Landmasse von kaum mehr als 13 Metern Breite ragte einen halben Meter hoch über das Wasser. Das war so wenig, dass bei geringstem Wellengang der flache Felsen verschwand. Nur an den ruhigsten Tagen konnte man ihn sehen. Die restliche Zeit, so wie jetzt, erkannte man Hazelwood Rock nur an der ständigen Brandung, die sich dort an dem unsichtbaren Felsen brach. Wer dort stand, wirkte wie jemand, der inmitten des Ozeans auf dem Wasser gehen kann, doch noch niemand hatte es versucht oder gar geschafft, dort an Land zu gehen. Luca blickte nach Süden und seine Bewegung erstarrte in Überraschung. Auf der Südseite trieb einige Kilometer entfernt ein Eisberg. »Welch ein Anblick«, rief er, während er den Arm mit dem Handy vom Körper streckte und abwechselnd sich selbst und den Horizont filmte. »Könnt ihr das sehen?« Sein Video war nicht live und die Fans würden es erst in einigen Tagen zu sehen bekommen, doch Luca erschuf gerne eine authentische Atmosphäre und ein Gefühl von Unmittelbarkeit. »Herrlich! Wie gut, dass keine Umweltprediger hier sind, sonst müsste ich mir wieder eine Standpauke über den Klimawandel anhören«, dozierte er. »Erinnern wir uns, dass die Titanic 16 Breitengrade südlicher gesunken ist.« Er schätzte den Eisblock auf 6 Meter Höhe und 15 Meter Breite, ein schimmernder Klotz inmitten eines grauen Teppichs. Der unsichtbare Unterwasseranteil mochte allerdings 30 Meter tief gehen. Nach einer Weile schaltete er das Handy wieder aus. Er wollte den Akku schonen. Die Nacht war noch lang und so begann er den vorsichtigen Abstieg zurück zu Halls Ledge. Bei seinem Rucksack angekommen, setzte er sich auf den Schlafsack und kramte nach einem der Käsebrote, die Marla in der Kombüse der Cameron gemacht hatte. Während er ihn genussvoll verdrückte, verstärkte sich der Wind um ihn. Er sah die Wellenkronen stärker schäumen. Die Karabinerhaken klapperten unruhig gegen den Felsen. Luca dachte daran, doch nochmal das Handy auszupacken, um die zunehmend stürmische Atmosphäre festzuhalten, doch als er sich aufrichten wollte, drückte ihn eine Windböe zurück zum Felsen. Er spürte eine leichte Gischt im Gesicht. Er erschrak ein wenig,
Dies mochte nur die oberste Spitze eines Wellengeysirs gewesen sein, dem der Wind etwas unter die Arme griff. Doch es hatten nur wenige Meter gefehlt und diese Welle hätte ihn erreicht. Hastig kletterte er in den Leichensack. Ohnehin freute er sich auf die Wärme seines teuren Bergsteigerschlafsacks. Erst jetzt merkte er, dass er stark fror. Er würde den Reißverschluss über sich hochziehen und das düstere Windgeheul ein wenig ausblenden. Es war kaum eine Stunde vergangen, als ihn ein plötzliches Knarzen und Ächzen hochschrecken ließ. Das Geräusch war ebenso dumpf, wie es mächtig war. Ein raues Brummen, als würde ein riesiges Seemonster vor dem Inselchen Halt machen. Luca konnte den Klang in keiner Weise einordnen und begann hastig nach dem Reißverschluss zu suchen. Sofort peitschten eiskalte Regentropfen gegen sein Gesicht. Der Anblick, der sich ihm offenbarte, verschlug ihm den Atem. Über ihm hing zwar noch immer eine schwarze Decke dichter Wolken, doch inzwischen war im Norden das Gewitter aufgebrochen und das Zwielicht der weißen Nacht bahnte sich seinen Weg über das Meer. Der Eisberg war gegen den Riff gelaufen. Das Ungetüm sah nun deutlich größer aus, als er es anfangs eingeschätzt hatte. Der schwimmende Riese überstieg Rockhull um mindestens 3 Meter. Zwischen der Insel und dem Eisberg bestand ein Abstand von 50 Metern, sichtlich bedingt durch die Eismasse, die unter Wasser auf Grund gelaufen war. Metergroße Blöcke aus Eis waren abgebrochen und schwammen wie Croutons in einer Suppe um die Insel herum. Dann hörte er das Brüllen. Sein Blick wanderte langsam über seine Schulter und suchte verwundert nach der Ursache dieses unerwarteten Geräusches. Er sah es. Es war ein grauer Fleck auf der kleinen Klippe des Eisbergs. Das vorhandene Licht war zu schwach, um Details auszumachen, doch Zweifel bestanden keine. Dort auf der anderen Seite, beinahe in seiner Augenhöhe, befand sich ein Tier, ein Biest, und brüllte ihn an, erneut und erneut. Für Sekunden war er gelähmt vor Angst. Er blickte sich um, in seinem Kopf überschlugen sich Gedanken. Ein Polarbär, das eine Raubtier, das Menschen als Beute ansah. »Nein, ich bin hier sicher«, beruhigte er sich. Seine Zuversicht schöpfte er aus der Gewissheit, dass Bären keine Felsen hochklettern konnten. Das war nur Menschen und Bergziegen vergönnt. »Mein Handy«, rief er, »ich muss das filmen.« Er kramte hektisch unter seiner Kleidung. »Das werden 10 Millionen Views sein«, plapperte er, um sich Mut zu machen. Als er das Mobiltelefon endlich in den Händen hielt und die Kamera aktivierte, suchte das Gerät verzweifelt nach Schärfe. Zu sehr war in dem Halbdunkel alles nur eine Schattierung von Grau. Der Bär sprang. Er verschwand unter Wasser, tauchte blitzschnell wieder auf und bahnte sich seinen Weg zur Insel. Luca streckte wieder den Arm mit dem Handy aus. »Mann, mir klopft ganz schön das Herz«, kommentierte er und zwang sich zu einem etwas hysterisch klingenden Lachen. »Aber die Insel ist wie eine Festung.« Plötzlich hielt er inne. Die Nordseite. Der Fels besaß dort das geringste Gefälle. Wäre Rockhull einfach nur ein Felsklotz inmitten einer Wiese, hätte man die Nordseite fast hochjoggen können, mit nur ganz geringem Einsatz der Hände. Doch dafür waren dort die ersten 2 Meter sehr steil und machten diese Stelle für den Einstieg ungeeignet. Umso mehr galt das für einen schwimmenden Bären. Luca eilte entlang der 3,5 Meter langen Hall's Ledge und achtete darauf, nicht über die Seile zu stolpern, an denen sein Rucksack und sein Schlafsack fixiert waren. Er blickte die Nordseite herunter. »Nein, das würde der nie schaffen«, rief er. Er erinnerte sich, dass sein Handy noch immer eingeschaltet war und richtete es auf sein Gesicht. »Außer er kann fliegen«, sagte er in die Kamera. »Meine Crew wird morgen ganz schön Augen machen, wenn sie hier einen Eisberg und einen Eisbären vorfinden.« Luca kehrte zu seinem Rucksack zurück und kramte erneut die Kopflampe hervor. Er leuchtete nach unten. 13 Meter unter ihm tobte wütend der Eisbär. Über die winzige Felsbucht von Teufelsküche warf er sich wieder und wieder auf den Felsen, um jedes Mal in die tosenden Fluten zu rutschen. Luca verspürte bei dem Geräusch der am Stein kratzenden Krallen ein Schaudern. Doch er wollte es möglichst cool spielen und hielt sein Handy über den Abgrund. »Seht euch nur an, wie dürr der ist«, rief er. »Eisbären wiegen im Schnitt 450 Kilogramm, aber dieser hier kommt vielleicht auf die Hälfte.« Sogar in dem matten Zwielicht und dem unruhigen Licht seiner Lampe zeichneten sich die Rippen des Raubtiers deutlich unter dessen Fell ab. Nach einer Weile blieb der Bär erschöpft auf einer kleinen Eisscholle liegen, den Kopf auffällig in den Nacken gelegt. Während die Scholle knirschend gegen den Felsen stieß, trieb sie leicht schaukelnd unentwegt weiter zum Nordende der Felsinsel hin. Der ruhende Bär studierte bereits die neue Felswand. Das Tier erkannte schnell, dass diese Seite der Insel leichter begehbar war. Man brauchte nur einen festen Stand unter den Füßen, wie eine Eisscholle. »Er kämpft um sein Leben«, erkannte Luca. »Er wird so lange kämpfen, wie seine Kräfte reichen. Mich zu fressen ist seine letzte Überlebenschance.« Seine Hand mit dem Handy sank langsam. »Er wiegt nur noch die Hälfte.
Der Gedanke fraß sich langsam durch Lukas Eingeweide. Er wiegt nur noch die Hälfte. Der Eisbär warf sich mit erstaunlicher Gewandtheit auf den Felsen und blieb zum ersten Mal haften. Lukas strahlte das Tier mit der Lampe an. Der Bär brüllte dem blendenden Licht entgegen. Dann fing er an, sprungartig die Felswand hochzuklettern. Das Handy rutschte Luca aus der Hand und glitt über den nassen Felsen in den Abgrund. Er vernahm kaum, dass alle Möwen inzwischen in der Luft waren und über ihm aufgeregt kreischten. Mit jedem weiteren Schritt war die Strecke für den Bären einfacher. Die letzten 5 Meter glichen auf dieser Seite mehr einer gemütlichen Steigerung. In Lukas Gehirn formte sich ein rettender Gedanke. Er sprang zu dem Bohrhaken, entkoppelte das Seil und den Karabinerhaken. Ungesichert rannte er los, während er den Seilknäuel mit einer Hand gegen die Brust drückte. Dafür musste er zuerst 3 Schritte nach Norden einschlagen, dem Bären entgegen. Dies war der einzige Weg von Hall's Ledge zum Gipfel. Das Tier war bereits 5 Meter unter ihm. Ab hier musste der Bär keine Sprünge mehr wagen, sondern konnte geradeaus bis zum Gipfel rennen. Lukas Herz war von Grauen ergriffen, während er die letzten 10 Schritte zum Gipfel hetzte. Er wagte es nicht, sich umzublicken. Erst bei dem Betonring auf der Spitze fiel er vornüber hin und hielt sich panisch an dem Ring fest. Mit der freien Hand klickte er den Karabiner in einen der Bohrhaken. Als er hochsah, stand der Bär bereits vor ihm. Luca konnte ihn plötzlich auch riechen, ein modriger Geruch, der entfernt an Moschus erinnerte. Der Bär brüllte ihn aus vollen Lungen an. Das Fell an seinem Hals wellte sich dabei. Das Tier richtete sich drohend auf die Hinterbeine auf und verlängerte die Spitze der Felsinsel um weitere 3 Meter. In Lukas Kopf schäumte es nur noch. Er war keines Gedanken mehr fähig, doch er spürte das Seil zwischen den Händen und den Abgrund hinter seinen Fersen. Der Eisbär fiel auf die Vorderbeine. Er wollte nun endlich fressen. Luca machte lediglich einen Schritt nach hinten und verschwand. Der Sturz dauerte nur einen winzigen Augenblick. Das Seil entwirrte schlagartig seine Verknotungen und spannte sich. Der Bohrhaken hielt. Gepeitscht vom Wind blieb Luca inmitten der steilen Südwand baumelnd hängen. Der Eisbär konnte ihn hier nicht erreichen, weder von oben noch von unten. Er trat wütend an den Rand und brüllte ihm enttäuscht hinterher. Luca wagte es nicht, hochzublicken und dem Raubtier in die Augen zu sehen. Er war die Beute und wollte den Jäger nicht reizen. So presste er lieber in Todesangst das Gesicht gegen den Felsen. Seine Hände umklammerten das plötzlich so dünn anmutende Seil. Ewig konnte er hier nicht hängen. Dies war nur eine knappe Verlängerung seines Lebens, gefolgt von Kälte, abgeschnürter Durchblutung und Kräfteverlust. Als Luca schließlich hochsah, war der Kopf des Bären verschwunden. Die Möwen wehklagten dafür noch lauter. Er konnte ihn hören, wie er da oben zufrieden grunzte und schmatzte, während er einen Möwenei nach dem anderen verschlang. Doch davon würde das Tier nicht satt werden. Der Eisbär brauchte deutlich mehr Kalorien, um auf seine Eisscholle zurückzukehren und weiter Richtung Norden zu treiben. Er brauchte Menschenfleisch. Lukas sah zur Seite, entlang der senkrechten Felswand. Es bestand kein Zweifel daran, dass der Eisberg sich wieder von dem flachen Riff gelöst hatte und nun weiterzog. Seine Entfernung hatte sich seit der Ankunft des Eisbären mindestens verdoppelt. Ob es dem Bären auffallen wird? Luca klammerte sich an die Hoffnung, dass das Raubtier einem verspäteten Reisenden gleich sogleich zurück zur Teufelsküche hasten würde, um dort ins Wasser zu springen und dem abfahrenden Eisschiff hinterher zu schwimmen. Schön wäre es. Luca zuckte zusammen, als der Eisbär wieder an der Kante über ihm erschien und erneut grollte. Luca verzerrte das Gesicht, verschloss die Augen. Seine Hände ballten sich krampfhaft um das Seil. Mehr konnte er nicht tun. Er wünschte verzweifelt, dieser Horror würde aufhören. Er fühlte sich einsam und verloren, während der Tod nach ihm griff. Als ob der Eisbär verstand, dass Lukas Leben nur an diesem dünnen Strick hing, begann er mit der Tatze draufzuschlagen und versuchte es mit seinen Zähnen zu erfassen. Luca spürte die Schläge, die Zuckungen. »Mach dich bereit«, sagte eine Stimme in ihm. Er wusste, dass das Seil dem Bären nicht lange trotzen würde. Das eiskalte Wasser würde ihm dann im Bruchteil einer Sekunde entgegenkommen und ihn für immer umschlingen. Er konnte dann versuchen, zur Teufelsküche zu schwimmen. Der Neoprenanzug würde ihn eine Weile schützen. Doch was nutzte es, wieder den Felsen hochzuklettern? Auf der Insel hatte nun der Eisbär das Sagen. Für eine Sekunde dachte er daran, zu dem wegtreibenden Eisberg zu schwimmen. Doch die driftende Insel war bereits mehrere 100 Meter entfernt. Und was mehr als der Tod wartete dort auf ihn? Luca sah auf die andere Seite, zum Norden hin. Hazelwood Rock schoss ihm durch den Kopf.
Es war seine letzte Möglichkeit, der letzte Schachzug. Wie eine Gitarrensaite riss über ihm das Seil. Er hatte kaum geschafft, die Luft anzuhalten. Das eisige Wasser biss ihn ins Gesicht, während ihn seine Schwimmweste an die Oberfläche zog. Keuchend kämpfte er sich von der Felswand weg. Für einen Augenblick erkannte er oben den Bären, der ihm neugierig mit dem Blick folgte. 200 Meter, dachte Luca und begann hektisch Schwimmzüge zu machen. 200 Meter. Es waren die längsten 10 Minuten seines Lebens. Am Ende glaubte er, die Orientierung verloren zu haben. Sein Herz schlug in schierer Panik. Doch da erkannte er, dass Hazelwood Rock direkt vor ihm war, ein ständig schäumendes Stück Land nur einige Meter entfernt. Vor Erschöpfung zitternd ließ er sich von der nächsten Welle gegen den Felsen werfen. Er spürte Blut in seinem Mund. Auf allen Vieren kletterte er in die Mitte der Plattform. Sie kam ihm kaum größer vor als eine Tischplatte, die jemand inmitten des Atlantiks ins Wasser gelegt hatte. Nach 3 oder 4 Atemzügen überrollte ihn stets aufs Neue eine eiskalte Welle. Das Meer versuchte, ihn von diesem verbotenen Platz hinwegzufegen. Immer wieder spürte er, wie der Boden unter seinen Händen und Knien entglitt, während er sich panisch an allem festhielt, was er ergreifen konnte. Er stieß unentwegt erstickte Schreie der Todesangst aus. Auf einmal konnte er den Bären sehen. Er saß auf einer der größeren Schollen des auseinandergebrochenen Eisbergs und trieb 100 Meter entfernt an Luca vorbei. Er schien gierig, das Wasser anzustarren, doch seine ersehnte Beute entdeckte er nicht. Luca kämpfte gegen die Ohnmacht. Er wollte zurück zur Insel, nun da der Bär sie wieder aufgegeben hatte. Doch eine seltsame Müdigkeit erfasste ihn und ließ immer wieder seine Arme einknicken. Während er eine Welle nach der anderen überwand und auf allen Vieren dem Tod trotzte, glitt sein Geist unentwegt ab. Bald sackte er leblos auf der Felsplatte zusammen, ein dunkler Fremdkörper, der von den Wellen eine Weile hin und her gespielt wurde. Dann war er verschwunden. Hazelwood Rock kehrte in seinen unantastbaren Zustand zurück. Niemand würde jemals erfahren, dass er betreten wurde. Die letzte Insel in Lukas Sammlung, die kleinste und gefährlichste von allen. 4 Stunden später erschien in der Morgendämmerung die Cameron. Die Besatzung meldete sich mit einem fröhlichen Sirenenklang, doch sie fanden Rockle Island verlassen vor. Sie fuhren in einem engen Bogen um die Insel, starrten durch Feldstecher auf jeden Quadratmeter des einsamen Felsens. Nach längerer Beratung setzten sie das Schlauchboot aus. Harald und Dr. Wellington kletterten den Felsen hoch. Am Gipfel fanden sie das zerrissene Seil, während in Hall's Ledge an einem anderen Strick ein zerfetzter Rucksack hing. »Es ist schon seltsam«, murmelte Dr. Wellington verstört, während er auf dem Gipfel kniete und über der Ostseite auf die Möwenstadt blickte. »Wo sind die ganzen Eier hin? Ich sehe nur ein paar Schalen.« »Was ist hier nur vorgefallen?« rief mit brüchiger Stimme Harald. »Wo ist Luca?« Die Männer unten im Schlauchboot schwiegen und sahen sich ratlos um. Im Südosten ging die Sonne auf, der Wellengang war besonders ruhig und der Wind ungewöhnlich mild. Did you see the size of that thing?